Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Tutorials Reviews More. Heute möchte ich euch das neueste Update zu Need for Speed vorstellen, das Showcase Update. Das ist seit letzten Mittwoch auf PS4 und Xbox One verfügbar und bringt ja, wie der Name schon sagt, ein bisschen was für Showcases, um seinen Wagen zu präsentieren, um solche Sachen zu machen. Da gibt es ein paar sehr, sehr coole Features, die ich euch im Detail einmal kurz vorstellen möchte. Und zwar die größten Features des Showcase Updates sind erstmal der Snapshot Pro Modus, den man auch schon im Bild sieht. Das heißt, es ist ein Fotomodus im Endeffekt, wie man es ähnlich wie man es aus Drive Club oder Forza oder aus anderen Rennspielen eigentlich kennt. Oder jetzt auch aus der Crew übrigens. Das ist einfach ein Fotomodus, mit dem ihr geile Fotos von eurem Fahrzeug machen könnt. Und des Weiteren gibt es eins als großes Features, dass man Folien, seine Lackierungen teilen kann mit der Community und diese runtergeladen werden können. Was es mir ermöglicht, auch meinen Wagen gut aussehen zu lassen, indem ich mir einfach mal so ein cooles Design runterlade wie das hier, was ihr jetzt im Bild seht. Des Weiteren gibt es neue Tuning-Teile, ein paar Kleinigkeiten, Änderungen am Multiplayer und so weiter. Aber auf das möchte ich nochmal im Detail nachher eingehen. Fürs Erste möchte ich euch die zwei größten Features des Showcase Update im Detail vorstellen. Und als Erstes beginnen wir einfach mit dem Snapshot Pro Modus bzw. Fotomodus. Der ist meiner Meinung nach ein Feature, das wurde es Zeit, dass der ins Spiel kommt. Denn immerhin kann man in dem Spiel so coole Lackierungen erstellen mit seinem Fahrzeug und kann seinen Wagen so cool tunen. Und dann kann man die nicht in Szene stellen, weil es einfach keinen Fotomodus gibt. Und das war echt schade in meinen Augen. Und jetzt bin ich froh, dass das endlich, dass es der Modus endlich, oder der Fotomodus endlich ins Spiel geschafft hat. Und dass man da endlich coole Screenshots seiner Fahrzeuge stellen kann. Ich werde das im Hintergrund ein bisschen machen, einfach weil ich es so geil finde. Ich mag das bei Forza auch. Ich mache so gern Screenshots meiner Fahrzeuge, weil ich das einfach richtig cool finde. Auch wenn ich jetzt nicht der Profi bin, was Lackierungen so betrifft. Aber ich mache einfach gerne Screenshots der Fahrzeuge, ich lade mir gerne geile Designs runter, mache da geile Fotos. Und ja, in dem Fall habe ich einfach mal die UI ausgeblendet, also die das hat. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal kurz hier raus, um euch zu zeigen, wie ihr da überhaupt reinkommt. Also ihr seid ganz normal in der Spielwelt, seht einen coolen Ort, habt ein cooles Auto, wie auch immer. Und denkt euch, ja cool, da könnte man jetzt eigentlich einen Screenshot von machen. Dann bleibt ihr einfach stehen, öffnet euer Handy. Und da gibt es unten diese neue Taste zum Snapshot Pro Modus. Und dann öffnen sich auch schon die Einstellungsmöglichkeiten der Fotomodus an sich, die Einstellungsmöglichkeiten dafür und so weiter. Was leider nicht der Fall ist, das Spiel wird nicht angehalten. Das heißt, das Spiel läuft weiter im Hintergrund. Was es euch natürlich ermöglicht, zum Beispiel mit Freunden gemeinsam Fotos zu machen. Ihr könnt dann sagen, okay, platziert euch mal um, wie auch immer. Das geht in dem Fall. Allerdings ist es halt blöd, wenn man halt zum Beispiel keine Action-Screenshots machen kann, wie gerade von einem Drift oder sowas in die Richtung. Das ist leider ein bisschen schade. Aber man kann natürlich nicht alles haben. Ja, der Fotomodus an sich ist eigentlich mehr oder weniger selbsterklärend im Großen und Ganzen. Ich werde trotzdem einfach mal kurz auf alles eingehen. Wie ihr seht, unten steht auch nochmal beschrieben, was ihr machen könnt, wie es funktioniert, wie auch immer. Ihr könnt euch die Optionen anzeigen lassen. Kamera drehen und so weiter ist, denke ich mal, mit Stick und so weiter alles selbsterklärend. Da werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Allerdings auf die Einstellungsmöglichkeiten möchte ich kurz eingehen, weil da gibt es doch ein paar, nicht so viel, wie man es zum Beispiel aus Forza kennt. Ich glaube, da gibt es mehr Möglichkeiten, aber es gibt auf jeden Fall genug. Und es gibt ein paar Filter, die als Voreinstellung drin sind, sind allerdings in meinen Augen ein bisschen sehr wenig und ich stehe hier ein bisschen blöd. Also ihr seht, die ändern ein bisschen was, je nachdem, man kann hier die die kann man hier auf jeden Fall einstellen, auch wenn man möchte. Wie gesagt, es gibt ein paar vorgefertigte. Allerdings mir davon gefällt jetzt keiner so wirklich, dass ich sage, ich nehme das. Vielleicht hier der Filmmaterial sieht ganz okay aus, wenn die Intensität nicht zu hoch ist. Aber das war es eigentlich auch schon. Man kann die Belichtungskorrektur anstellen, also man kann das Bild natürlich heller machen um einiges, wozu auch immer. Man kann es dunkler machen natürlich auch. Aber ich werde es einfach mal hier so ein bisschen belichtet lassen. Die chromatische Aberration kann man einstellen. Das ist dieses, wie soll man sagen, diese mehr oder weniger. Ich weiß nicht, es nämlich irgendwie den 3D-Effekt, so dass sozusagen zum Rand hin die Bilder so ein bisschen verschwommen, verzerrt sind. Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Ich bin keiner, der jetzt großartig viel mit Fotografie zu tun hat. Allerdings, ich finde das einen ganz coolen Effekt teilweise. Man kann die Brennweite einstellen, das heißt, ab wann das Bild unscharf wird. Man kann das relativ nah beim Fahrzeug machen, das ist eigentlich nur das Fahrzeug scharf und der Rest unscharf. Ich finde es allerdings nicht so toll, aber der Hintergrund darf ruhig ein bisschen unscharf sein, das finde ich ganz okay. Man kann auch die Schärfentiefe einstellen. Das ist dann natürlich, wie unscharf es sein soll. Und Gains, Objektverzerrung, Verzeichnung, sorry. Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, was das macht. Also ich merke außer, dass die Kamera ein bisschen näher geht.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, das ist dieses. Ah, das ist dieses. Ah, ich weiß schon, was das ist. Okay. Jetzt sehe ich es. Das ist diesen Bullseye-Effekt. Falls ihr das kennt, das gibt es zum Beispiel bei den GoPros, die haben das. Oder. Also dieser Bullseye-Effekt, den man zum Beispiel aus. Ja, aus. ja, dieser Effekt, den man. Wie man das halt sieht, wenn man durch ein Bullseye schaut. Ja, ist jetzt schwer zu erklären. Ich weiß auch nicht, wie man das korrekt ausspricht oder wie genau das. Korrekt, ja. Wie man das korrekt beschreibt, allerdings ja, es erinnert ja an den Bullseye-Effekt auf jeden Fall und das kann man damit auch einstellen. Die Vignettierung kann man einstellen, das ist eben damit das Bild außen einfach mal dunkler wird an den Rändern. Man kann das Filmkorn ein- und ausschalten, das heißt, dass dieses Bild so ein bisschen körnig ist, das kann man ausstellen für den Fotomodus. Man kann die Regeneffekte ausstellen, das heißt, dass es nicht regnet, während der, ja, man eben einen Screenshot macht. Allerdings ist das auch schon das Einzige, weil die Pfützen bleiben genauso, der Wagen bleibt genauso nass, ich weiß nicht genau. Das ist nur, dass man eben keine Regentropfen im Bild hat, die gerade fallen. Man kann den Schaden ausstellen, wenn man möchte, sollte der Wagen beschädigt sein. Man kann Blendflecken einen ausstellen. Man kann hier die Radposition nach links oder rechts drehen, das Rad, das finde ich auch ganz cool. Allerdings, es gibt jetzt nicht nur leicht Einschlag, sondern es gibt nur einen vollen Einschlag. Und, aber das ist cool, kann man auf jeden Fall soweit ganz schöne Fotos machen und dann kann man durch die Kamera einfach bewegen, kann man die einfach ein bisschen drehen, ein bisschen nach unten platzieren und hat, wenn man die UI ausschaltet, dann kann man auch coole Screenshots machen. Auf der PS4 und Xbox One geht es ja jeweils, kann man ja einfach ganz normal Screenshots aufnehmen. Also mit der PS4, ich werde da nur kurz drauf eingehen, einfach wenn man lang die Share-Taste gedrückt hält, dann erstellt er einen Screenshot, der wird gespeichert in der Galerie, die kann man dann auf einen USB-Stick spielen, auf Facebook teilen, auf Twitter teilen, wie auch immer. Kann man sich dann schön aussuchen. Auf der Xbox One ist es einfach doppelt die Xbox-Taste drücken und dann die Y-Taste, dann kann man auch einen Screenshot machen. Genau werde ich das jetzt nicht zeigen, den Rest schaut euch einfach im Internet an, gibt sicher genug Anleitungen, wie man da Screenshots am PC bekommt und so weiter und so fort. Aber ihr seht, man kann damit auf jeden Fall coole Screenshots machen, wenn man denn möchte. Ist auf jeden Fall für mich eines der Features, die mir gefehlt haben, da ich eben sowas echt gern mache, so Screenshots. Und auch einfach, weil ich mir denke, man kann so coole Designs erstellen. Ich meine, ich persönlich kann es zwar nicht, aber es gibt genug Leute, die das können. Und deswegen ist das auch, sage ich mal, ein Feature, das in so einem Spiel eigentlich drin sein muss. Da gibt es Tuning, man kann so schön die Wagen bearbeiten, so viel machen. Und dann kann man keine coolen Fotos davon machen. Das war einfach meiner Meinung nach ein Feature, das auf jeden Fall gefehlt hat. Wo ich froh bin, dass die Entwickler da das nachgereicht haben. Genauso wie das Scheren von Folien, das werden wir uns gleich noch anschauen in der Garage. Da springen wir einmal kurz zurück. Man kann eben seine eigenen Folien teilen, man kann sich die Folien der anderen Leute runterladen. Das finde ich auf jeden Fall cool. Ist auch eine Sache, die in meinen Augen gefehlt hat und die notwendig war, dass die reinkommt. Weil, wie gesagt, in gerade so einem Spiel muss sowas drin sein. Hoppla. Da kann man einfach hier auf Farben und Folien gehen, Farben und Folien Bibliothek und dann sieht man eigentlich auch schon die Community Folien ganz als erstes. Ich habe hier gleich mir den ersten genommen, weil ich den echt cool finde. Man kann sich die alle mal kurz durchschauen natürlich. Das sind so die Top Trends oder die Sachen, die im Trend sind. Gibt es ein paar sehr, sehr geile Folien auf jeden Fall. Und dauert ein bisschen zum Laden, aber das ist ja okay, nachdem das doch ein paar große und ein paar viele Details sind teilweise, was er laden muss. Also man kann da wirklich... Oh, hoppla, da war ich zu schnell. Die durchschauen, man kann sich die neuesten anschauen. Was leider ein bisschen blöd ist, es gibt keine Suchfunktion oder so. Wenn ich sage, okay, ich möchte gerne die Folien meiner Freunde sehen, das wäre auch cool, weil zum Beispiel Basti oder BK1606, macht das auch gerne, der kann auch ein paar coole Folien machen, zum Beispiel für NFS Street Dogs ein paar coole, cooles Design erstellt, so, damit es mir einfällt. Und da finde ich es irgendwie schade, dass er jetzt nicht hergehen kann und sagen, ich würde mir jetzt gerne die runterladen von ihm, aber wie finde ich die? Die muss ich jetzt... Ich weiß nicht, wie weit die Liste nach unten geht, aber anscheinend sehr lang. Und ich kann natürlich anschauen und hoffen, dass ich es irgendwo finde. Aber es ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass man da jetzt nicht irgendwie suchen kann. Ich weiß, das ist jetzt eher so eine Kleinigkeit, aber fehlt in meinen Augen einfach, weil wie gesagt, wenn ich halt schon Folien runterladen kann, dann möchte ich nach irgendwas suchen können. Dann möchte ich nach vorne suchen können oder nach wie auch immer. Man kann natürlich auch weiterhin die vorgegebenen Folien sich anschauen oder die selbst erstellten, kann man sich auch durchschauen. Also das geht. Das ist auf jeden Fall ein Feature, das in meinen Augen auch definitiv gefehlt hat und ich bin froh, dass sie das nachgereicht haben. Also sie scheinen ja doch ein bisschen auf die Community zu hören bei Ghost Games. Also Ben, den ich in meinem Fazitvideo ein bisschen kritisiert habe, auch als Community Manager, die machen da doch ein bisschen was auf jeden Fall
Und ich hoffe, da kommt auf jeden Fall noch mehr, was Updates betrifft. Also letztens war irgendwie die Frage von wegen Garagenplätze. Also wer weiß, vielleicht könnte da ja was kommen. Ich würde es auf jeden Fall mir hoffen, hoffen, dass was kommt. Weil ich halt immer noch schade für einen Hobbler, dass man hier nur 5 Garagenplätze haben kann. Gerade für dieses Video würde ich euch gerne mehr zeigen, weil es gibt für einige Fahrzeuge neue Tuningteile, die wollte ich euch eigentlich zeigen, aber ich will nicht jedes Auto verkaufen, weil das ist einfach zu viel. Und das kostet einfach zu viel Geld und bringt sich auch nicht, weil man halt ja Geld verliert, wenn man ein Fahrzeug kauft, tunt und wieder verkauft. Das ist halt leider ein bisschen ärgerlich. Ja, wie ich eben erklärt habe, gibt es auch ein paar neue. Ich muss nur das schnell ändern hier, weil mich ärgert das, wenn hier die Reifen so weit innen sind. Ich finde das einfach hässlich, deswegen muss ich das schnell ändern. Es gibt für ein paar Fahrzeuge neue Designs, auch für den Focus, also Designs sage ich, neue Tuningteile. Unter anderem für den Focus hier zum Beispiel, für den Camaro Z28, für den M3 E92, für den Ford Mustang Boss 300, für den Ford Mustang Fox Body, für den Mustang GT, für den MX-5, für den Nissan 180 SX, für die Nissan Silvia, für den Subaru BRZ, den ich eben vorhin schon hatte, und für den Impreza WRX gibt es neue Teile. Allerdings, da festzustellen, welche neu sind, ist gar nicht so einfach. Ich vermute, es sind die mit dem Ghost Games Logo, beziehungsweise, ja, das denke ich, weil ich glaube, die vorigen Teile, die nicht lizenziert waren, sage ich mal, sondern eher Fantasieteile waren, waren alle mit dem InfoSpeed Logo ausgestattet. In dem Fall sind die jetzt mit Ghost Games Logo. Also vermute ich mal stark, dass das neue Teile sind mit dem Ghost Games Logo. Allerdings, ich kann mich auch irren. Was sie auch geändert haben, Bodykit, leider gibt es hier nicht viel Kohle. Was sie auch geändert haben, ist zum Beispiel hier so, es ist zu Kleinigkeiten, so das Symbol hier fürs Bodykit oder hier eben für die Fahrzeuglage anpassen, da haben sie ein paar Kleinigkeiten geändert an den Symbolen. Das finde ich ganz okay, finde ich ganz gut. Ich muss nur schnell die Patch-Notizen durchlesen, weil alles habe ich mir nicht auswendig gemerkt. Das sind halt eher so Kleinigkeiten, die jetzt noch geändert wurden. Man kann die Nummernschilder anpassen, anders man kann den Rahmen ändern. Hier zum Beispiel, ich habe jetzt hier das Not Rocket Bunny drauf, weil es eben kein Rocket Bunny ist. Ich meine, viel Auswahl gibt es da eh nicht, aber es gibt ein bisschen was. Es gibt hier ein paar Hintergründe. Zum Beispiel hier gibt es Rockport oder Tri-City Bay und so weiter. Also das ist so, sage ich mal, aus den alten Teilen teilweise die Städtenamen drinnen. Leider, was ich immer noch nicht weiß, was macht das Soundsystem, das ist immer noch nicht erklärt worden. Leider ein bisschen schade. Hier zum Beispiel, ich glaube, der WRC-Flügel ist neu, aber ich muss gestehen, ich weiß es bei dem Auto nicht, da ich da nicht so drauf geachtet habe. Den habe ich vorher noch nie gefahren und habe ich erst jetzt getunt, deswegen weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht, ob der jetzt neue Teile hat oder nicht. Ja, es gibt an sich ansonsten noch, ich muss nur kurz durchlesen, es gibt ungefähr 100 neue Tuningteile eben auf diese Autos, die ich vorher erwähnt habe, verteilt. Ich werde euch die Patch-Notizen auch nochmal in der Beschreibung unten verlinken, damit ihr euch auskennt, was es da Neues gibt. An sich sind natürlich Bugfixes und so weiter vorgenommen worden, was gut ist. Es gibt 3 neue Trophäen. Ich glaube, einmal ist eine Trophäe ein Screenshot mit Filter, also ein Snapshot mit Filter machen, einmal seine Folie teilen und irgendwas noch. Genau, dass man Tageschallenges erfüllt und Monatsrang 10 erreicht. Das ist eher so eine Sache für Leute, die viel spielen. Leider bin ich eher einer von denen, die nicht mehr viel spielen, da das Spiel an sich ja inhaltstechnisch jetzt nicht mehr so viel bietet, was ich leider halt ein bisschen schade finde. Aber kann ja noch mehr kommen, also fahrzeugtechnisch wäre noch cool, wenn es kommt, neue Events, vielleicht ein neuer Teil für die Stadt und so weiter. Aber das habe ich ja schon im Fazitvideo gesagt, das könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. In der Beschreibung unten ist es auch nochmal verlinkt. Und ich bin jetzt hier zur Tankstelle gefahren, weil die Tankstellen sind jetzt zum Reparieren da. Wenn man durch die Tankstelle durchfährt, dann wird der Wagen repariert, so nicht die Tankstelle. Ist auf jeden Fall ein kleines, aber cooles Feature. Man sieht auch die Karten, sind die Tankstellen auf der Karte verteilt. Man sieht übrigens jetzt auch, dass die Polizeistation bzw. Polizeireviere auf der Karte. Das ist auch ganz cool, wenn man eben Polizei sucht, dass man dorthin fährt. Da steht meistens einer, nicht immer, aber meistens. Und es gibt auf jeden Fall ein paar Tankstellen verteilt über die Spielwelt. Und es ist cool, dass man da die Wagen reparieren kann, weil bisher hatte man das Problem, wenn der Wagen einmal kaputt war, musste man in die Garage gehen zum Reparieren, was natürlich ein bisschen ärgerlich war. Von dem her ist das schon cool, dass da auf jeden Fall jetzt die Tankstellen gibt dafür. Gab es ja auch schon mal früher, glaube ich, die Tankstellen, die den Wagen reparieren. Das ist auf jeden Fall ganz cool, dass das drin ist.
So, ich schaue mal schnell, ob ich jetzt noch was vergessen habe. Genau, was es noch Neues gibt. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Das war jetzt die falsche Taste. Ich verdrück mich hier immer. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen kann. Es gibt an sich die Möglichkeit, man kann hier Spieleinstellungen... Man kann ein Konkurrenzspiel finden. Das heißt, man findet dann nur ja, Leute, mit denen man auch gemeinsam Rennen fahren will oder die genauso Rennen fahren wollen. Weil bisher ist eher so das Problem, wenn man halt im All-Drive unterwegs ist, wie der normale Online-Modus heißt, dann ist es eher schwer, da Leute zu finden, die mit einem zocken wollen. So, da ist meistens einfach nur, ja, die sind halt da im selben Spiel, man sieht die hin und wieder, man fährt sich in die Quere in Rennen oder so, aber viel mehr passiert da eigentlich leider nicht. Und mit dem neuen, ja, Konkurrenzmodus ist es eben so, dass man den Leuten zusammengeschmissen wird, die auch gerne Rennen fahren wollen, die ja eigentlich nur Rennen fahren wollen, nicht nur in der offenen Spielwelt herumfahren wollen. Das ist auf jeden Fall für Leute, die halt einfach mal mehr machen wollen. Ich glaube auch, dass diese Schnappschüsse, hier die Übersicht ist, glaube ich, ein bisschen erneuert worden. Man kann sich seine eigenen anschauen lassen. Ich weiß gar nicht, ob die Qualität jetzt besser ist, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre die Qualität besser. Weil bisher die Qualität der Schnappschüsse war ja eher zum, ja, nicht so toll, sagen wir mal so. Also wenn wir es hier vergleichen, die sind halt leider jetzt nicht so schick, diese Original-Schnappschüsse. Ich glaube, die Qualität ist da in den neuen ein bisschen besser. Wie gesagt, das Coole ist, man kann die, ja, man kann hier die... Das HUD ausblenden auf jeden Fall auch im Snapshot Pro Modus, was so viel bedeutet, wie man ja hat dann die Möglichkeit sowieso mit dem ja mit der integrierten Möglichkeit der PlayStation oder der Xbox einfach mal ein paar Screenshots aufzunehmen und braucht dann nicht irgendwie diese Schnappschüsse im Spiel machen. Den Sinn habe ich sowieso nicht verstanden, man kann sich nur die anschauen der anderen, was cool ist, aber es gibt halt leider keine Möglichkeit, die am PC zu übertragen, weil zum Beispiel in früheren Teilen war es einfach so, dass man sagt, okay, man teilt diese im Need for Speed Network, dass man sich ja theoretisch online aufmachen könnte und dort die Screenshots runterladen kann, zum Beispiel wie es bei Forza ist, da kann man sich ja alle hochladen, kann man sich alle wieder runterladen, auch am PC, was ich relativ cool finde. Das gibt es leider hier nicht, was leider ein bisschen schade ist. Aber ja, kann man nichts machen. Auf jeden Fall sind das so im Großen und Ganzen die wichtigsten Neuerungen, eigentlich die Neuerungen des Showcase-Updates. Die haben auf jeden Fall einiges dazugebracht und zwei wichtige Features in meinen Augen, die das Spiel auf jeden Fall ja, erweitern. Ich hoffe auf jeden Fall auf mehr. Habe ich auch schon des Öfteren gesagt, habe ich auch in meinem Fazitvideo schon erwähnt, dass es da gerne mehr geben darf von mir aus. Und ich hoffe auf jeden Fall auf mehr, dass da Ghost Games noch mehr entwickelt. Und ansonsten danke ich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich ja, hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Need for Speed oder so weiter, dann schaut auf NFSCRT vorbei oder schreibt es mir in die Kommentare. Und dann danke ich fürs Zusehen. Man sieht sich beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.